Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Devil May Cry. Ich bin der Inferno und letztes Mal waren wir beim Riesenrad und da geht's jetzt auch gleich weiter. So. Gut. Heißt wieder Dämonen. Oh, das war knapp. Shit. Oh, war das cool. Oh, man kann sogar in der Luft dashen, Mann. Wie geil ist das denn? Oh shit! Oh, Mann, das war echt wieder knapp. So. Oh, wir haben schon B-Rang. Sehr schön. Mal schauen, wie hoch wir kommen. Jawohl. Zack. Nein. Hau ab. Deiner blöden Bombe da. Wow, das war cool. Na, und da ist ja unser Dämonenfreund wieder. Wo jumpt er denn diesmal hin? Hey, komm hier runter und kämpf! Oh, shit. So, wir gehen jetzt aber hier rein, glaube ich, oder? Ja, schön. Ja, und weiter geht's, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir kriegen jetzt voll auf die Fresse. Oh, Spinnies. Hallo, Spinnies. So. Verschwinde. Was war das denn bitte? Oh shit! Geh weg! Und was ist da drin? Ach, da ist so eine Seele, oder wie? Kommen wir da irgendwie rein? Da ist auch wieder so ein Teil. Was zum Teufel ist das? Sieht. Ah ja. Nee, hier nicht. Oben. Nee, können wir auch nicht. Naja, vielleicht kommen wir da irgendwie anders noch hin. Und hier ein Raum mit lauter Bilder von Augen. Ja. Naja. Ach, was ist hier? Komm mal hin. Du hast nicht genug Kupferschlüssel. Ah, okay, das sind dann diese Geheimbereiche, die es in jedem DMC schon gab. Krass. Wie er uns hier einfach wegklatschen wollte. Über den kleinen Alter. Ah, jetzt schaust du blöd, ne? So, okay. Spinny! Da schnauft doch jemand. Ah, hallo! Wir werden dich retten. Oder sowas. So. Dann machen wir das ja auch noch kaputt. Geht's jetzt hier weiter, oder? Nee, da komme ich nicht durch. Okay. Oh, noch mehr Spinnies. Spinnies. Oh, die eine, die wollte von uns fliehen. Habt ihr das gesehen? Ach du. Was zum Geier ist das denn? Wo geht's hier lang? Ah, hier ist der Raum, wo wir vorhin gesehen haben, wo wir nicht... Ne? Zack. Und das war's auch. Auch diese Seele haben wir befreit. Oh, hier liegt der Sack. Mit roten Kugeln und Spinni. Wahnsinn. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Nein, nur hässliche Gargoyles oder sowas in der Richtung. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Überall diese Augen. Und noch mehr Spinnies. Ein Ausgang. Klasse. Ja, super. Nicht klasse. Ja, was auch immer. Ja, na ja, gut, da wollen wohl ein paar Dämonen wieder auf die Fresse haben. Oh ja, Dante ist mega cool. So. Ah, kommt doch her. Ihr macht mir doch keine Angst. Oh. Oder vielleicht doch. Wenn ihr dazu nahe kommen, diese Sägeblätter oder was immer das ist, diese Gears. Lol, wir haben einen in den Sägeblatt gehauen. So, ja.
Ja, ja. Oh. Aua, das flucht. So, und weiter geht's. Na, komm schon. Gut gemacht. So. Gehst du jetzt da weg? Jawohl. Wir können durch. Was? Oh. Aua. Ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Achso, ich muss da drüber springen, okay. So, und hier. Dashen wir durch. Schön. Ah, nein. Ich kann nicht mehr zurück. Ich wollte jetzt noch schauen, ob wir was übersehen haben. Wow. Was kam da? Dass ich nicht lache. Ich liebe so eine Art von Anspielung in den Spielen. Wird nicht klappen. Warum nicht? Er ist kugelsicher. Da vorne ist ein Spalt. Ja, gehen wir erstmal zur Teufelsstatue. Und wir haben wieder eine Verbesserung. Schauen wir mal auf Rebellion. Ja, ich denke mal, die Combo erweitern. Das klingt gut. Schauen wir mal, was wir für Gegenstände kaufen können. Großer Lebensstern, goldene Kugel, Gesundheitskreuz. Ja, gut, gehen wir weiter. Wow! Hier einfach alles wieder wegbricht. Boah! Ey! Ah, ich feier die Mucke so krass von diesem Spiel. Mann. Ja. Da ist er ja wieder, der Bengel. Also gut. Kämpfen wir. Dante, warte. Du kannst ihn bekämpfen. Es wird nicht leicht. Jäger. Genau wie ich. Oh. Ja, das bringt nicht viel. Oh! Oh shit! Ja, die sind wirklich hart im Nehmen. Komm her, komm! Bam, bam, bam! Oh, jetzt fühlst du was, nicht wahr? Ja, ja. Ist das nicht schön, Leute? Na ja, komm! Ja. Bist du ernsthaft? Du hast eine Chance gegen uns? Ah ja, jetzt ballert er wieder mit seiner scheiß hier Kralle rum. Oh! Sind wir jetzt da zu ihm hin oder irgendwie einfach nur überleben? Oh! Ja, wir können auf ihn schießen, okay, sehr gut. Ja, das macht doch schön Schaden eigentlich. Oh! Na, du kleiner Bengel, komm doch runter. So, oh! Er springt uns bestimmt jetzt voll auf den Pelz. Ja, war ja klar. So. Na? Ah, wie er schon Angst hat. Oh, Alter. Oh, oh. Ich glaube, wir sollten mal einen kleinen Gesundheitsstern nehmen, weil langsam... Ja. Oh, ey. Das ist Mistvieh. So, aber jetzt hast du verloren, Kumpel. Zack, zack. So. Bist du ernsthaft? Du machst uns fertig? Gar nichts kannst du, mein Freund, gar nichts. Zack, zack, zack. Na? Was macht der denn jetzt? Jetzt zaubert er da einen Schleier hin. Ach, scheiße. Wow! Alter! Wow. Oh. Oh, shit. Bam. Okay. Ja, jetzt schaust du blöd, wa? Au. So, schön hin. Los, los, los. Komm her, du Bengel. Doch, doch, der nimmt Schaden. Dante, der nimmt Schaden. So.
da haben wir ihn. Aus und vorbei. Sohn des Sparda. Was für ein Sohn? Du bist entdeckt. Zeit zu sterben, wie deine Hurenmutter. Hurenmutter? Ich kenne meine Mutter zwar nicht, aber Hurensohn haben mich schon einige Leute genannt. Was passiert jetzt? Ich kann mich kaum an sie erinnern. Armer Dante. Da kriegt man ja sogar ein bisschen Mitleid mit ihm, ne? Wow, ist das eine Zerstörung. Das ist jetzt anscheinend die echte Welt. Was ein so ein Dämon anrichten kann, Leute. Wahnsinn. Geht's dir gut, Dante? Woher kennst du meinen Namen? Mein Chef kennt dich. Er will dich treffen. Bitte. Ich hab dir doch geholfen. Ich hab dich nicht um Hilfe gebeten. Wir wissen alles über dich, Dante. Ich gehöre zum Orden. Hast du schon mal von uns gehört? War da nicht etwas mit einem maskierten Kerl im Internet? Das ist mein Chef. Wunderbar, kann es kaum erwarten. Wir erhalten gerade Berichte über einen terroristischen Anschlag, der Apire im Westen der Stadt stattgefunden hat. Die Polizei fordert die Bevölkerung auf, achtsam zu sein. Da weitere Anschläge jederzeit, überall und wenn sie es am wenigsten erwarten, stattfinden könnten. Jetzt haben wir deine vierte, Sohn des Sparda. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Den Typen mag ich nicht. So, Level abgeschlossen. Nochmal Stilpunkte. Rang S, sehr schön. Zeit S. Oh, sechsfache, wow. Fortschritt 38. Ja, gut, da hätten wir ein bisschen besser sein können. Ja. Tode sind wir nicht. Rang A. Schön, und jetzt soll er. Oh, sogar eine Verbesserung bekommen. Ja, dann hätte ich gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen kommt eine neue Folge Devil May Cry. Bis dahin immer schön die Dämonen klatschen. Und viel Spaß und haut rein!